Eine wahre Legende findet ihren Weg in ein Top-Tier-Team und füllt eine Lücke, von der wir gar nicht wussten, dass sie überhaupt da ist. Damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Wir steigen direkt ein. Wer auf HLTV unterwegs ist, wird schon gesehen haben, Bleed hat Nexa gesigned. Quatsch, G2 hat Snex gesigned. Und das ist heftig. Es war eine große Frage, was denn jetzt passiert, nachdem ja Hooksy schon gebencht wurde. Das war ein Move, mit dem man... Er war ein bisschen da, er war ein bisschen angedeutet, nachdem G2 ohne Hooksy und mit einem Stand-in IEM Dallas gewonnen hat. Aber das war nichts, wovon man jetzt wirklich ausgegangen ist, dass das wirklich passiert. Das heißt, Hooksy ist gebencht, das ist schon mal Move Nummer 1. Dann hat man sich gedacht, okay, was passiert denn jetzt? Nico hat bei der Dallas das Ingame-Leading übernommen, zusammen mit Stewie. Hat er da aber auch angekündigt, eigentlich hat er darauf gar keinen Bock. Eigentlich will er weiter Nico-Sachen machen, auch wenn das sehr gut lief. Es gab aber trotzdem Potenzial. Es gab trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ah, vielleicht macht das doch. Wenn sie keinen IGL finden, ist ja auch gerade ein bisschen schwer, wirklich einen IGL zu finden. Ich meine, Liquid hat damit gerade, ich will nicht sagen Probleme, aber das ist eine Herausforderung. Klar, es gibt Kandidaten wie Cadian jetzt zum Beispiel, ist aber auch eine AWP. AWP bei G2 ist ja schon gefüllt, mehr als gefüllt mit Monacy. Und dann wird es ehrlich gesagt schon schwierig. Was machst du da als IGL? Wen willst du da ranholen? Holst du Snacks? Offensichtlich, oder? Alter Falter. Ist heftig. Counter-Strike-Legende. Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist eventuell eine Stufe mit Ibrahimovic vielleicht? Vergleichbar? Ich weiß es nicht. Ist eine These, aber ist heftig. Und damit haben wir ein festes Roster von G2 wieder zu fünft. Hunter, Nico, Monacy, die drei Kandidaten, die unverändert bleiben. Maps neu gesigned für Nexa und Snex neu gesigned für Hooksy. Und wem das nicht sagt, für wen Snex kein Begriff ist, einmal ganz kurz in Kontext gerückt. Ehemaliger Teamkamerad von Taz bei Virtus Pro hat einige Trophäen in seinem Gürtel. Major Winner 2014 Katowice, Lucky, Digga. Und ansonsten einfach auch lächerliche Clips, Klatsches. Der Mann spielt Counter-Strike wie keins weiter. Ich meine, das zum Beispiel ist ein Clip, den man einfach kennt. 1 gegen 4 gegen Navi. Und das Ding, CSGO-Kabelzone, ist geisteskrank. Absolut geisteskrank. Wie der hier einfach das ganze Team alleine auseinander nimmt. Und davon gibt es jetzt einer. Ist jetzt ein Clip. Davon gibt es einige. Absolut wild. Und ich freue mich sehr. Der Typ ist ja ein bisschen älter schon. Innerhalb von Counter-Strike 30 Jahre. Das ist schon ein bisschen was. Und war jetzt vorher bei Gamer Legion. Hat es wohl in Ordnung genug gemacht, um in die Fußstapfen zu treten von Hooksy. Und dementsprechend, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich für Snacks. Ich finde das sehr spannend. Bin ich sehr, einfach heftig. Das ist wild. Wir sind ja noch voll drinne im Roster Mania für diese Offseason. Wir müssen gucken. Wir müssen uns gedulden, um diesen Move oder diese Moves, plural, wirklich bewerten zu können. Aber ich finde das heftig. Entweder geht es voll in die Hose und daran glaube ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Oder das wird richtig krass. Daran glaube ich eher. Snacks als IGL, Taz als Coach. Ich meine, die haben einiges miteinander erlebt. Tatsächlich so viel, dass man gedacht hat, die beiden würden sich nicht mögen. Mercedes. Aber heftig. Einfach heftig. Wir gehen rein in ein wunderschönes Craft des Tages. Tech9, Red Quartz. Und das sind ebenfalls zwei Kandidaten, die aus dieser Ära kommen. Wobei Snake 1.6 und so der Kram. Klar, da war ich nicht da. 2016, da war ich da. Vor Ort. Crims und Flasher. Signature auf der Red Quartz. Es ist ein Fest. Einmal ganz kurz angeschaut. In Vanilla ohne Signatures. Und die finde ich stark. Ich meine, die ist in der Tech9 Playlist, Tierlist, auch recht weit hoch, recht weit oben gelandet. Ich finde sie auch stark, ehrlich gesagt. Also ich finde sie wunderschön. Wie auch nicht, muss man hier sagen. Schön metallisch. Schöne Farbe, schöne Struktur. Ich finde das geil. Dazu aber auch vieles richtig gemacht, indem man einfach Sachen grau gelassen hat. Ist auch ein Move. Ne, ist ja auf der einen Seite Sachen richtig machen und Sachen nicht falsch. Das ist
würde ich hier sagen, vollkommen in Ordnung. Für ein Purple, ich meine heutzutage wahrscheinlich eher ein Blue, aber vollkommen in Ordnung. Ich finde die Tech-9, muss ich sagen, finde ich prinzipiell ziemlich geil. Jetzt kommen wir dazu. Übrigens, nur mal so am Rande, liebe Grüße an Chris, an Wist. Der hat das Ding nämlich eingeschickt und vielen Dank natürlich an Ruben, der das eingegliedert hat. Trims und Flasher, es ist jetzt zwei Personalien, die ich persönlich gar nicht so geil finde. Achso, übrigens, auch Olafmeister. Versteckt auf der Backside. Also, hinten. Aber ich finde ehrlich gesagt, mit eventuell die beste Position von den dreien, auch von den, für mich persönlich, darum geht's ja, finde ich Olafmeister auch noch am geilsten. Ich glaube, der lacht sich immer noch ins Fäustchen, glaube ich, weil er immer noch einen Vertrag hat bei FaZe als Stand-in oder Substitute, obwohl er nicht spielt, aber trotzdem Geld kassiert. Das ist ja lustig. Aber von den dreien finde ich Olafmeister definitiv am geilsten, am besten. Wir kennen natürlich auch den legendären Clip, Graffiti-Clip. Der ist automatisch dadurch legendär. Von Olafmeister im Molotow beim Diffuse of Overpass. Geil, das Setting. Also meine Güte. Was Counter-Strike für Geschichten schreibt, es ist ein wahres Fest. Flasher immer accused worden von Cheating. Und Crims, meiner Meinung nach, wir hatten ja noch JW und dann Kollegen wie Pronex zum Beispiel. Und Crims war irgendwie meiner Meinung nach immer so ein bisschen im Hintergrund. So ein bisschen. Ist aber inzwischen auch am längsten da. Können wir ganz kurz gucken. Der hat nämlich alle Phasen überlebt bei Fnatic. Hier ist er. Und wir gucken mal ganz kurz im Roster. All time. Und da wird einem auffallen, das ist eine verdammt lange Zeit. 2017 bis jetzt. Ich meine, das ist eine Quote, das hat wahrscheinlich Rain bei FaZe. Dieser liebe Herr. Wenn wir mal ganz kurz gucken, Roster. All-Time sogar 2016 noch. Also wirklich von Anfang bis jetzt am Start. Olafmeister hier, ich meine, auch noch dabei, ich meine als Stand-In gesigned. Und ich meine, der verdient da ordentlich Kohle bei. Nichtsdestotrotz. Signatures in Foil finde ich hier sehr passend, wie ich finde. Das ist ziemlich geil. Finde ich ziemlich schick, rein farblich natürlich passend. Ich bin kein Fan von Fnatic. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen durchgekommen. Nicht ganz mein Fall, ganz und gar nicht. Aber ist okay. Jedem Designer. Und für die Red Quartz, das ist natürlich passend. Muss man sagen. Also das Ding ist auf jeden Fall Lapiro approved. Ist schick. Ist geil. Nix für mich persönlich. Muss es aber ja auch nicht sein. Schön. Kann ich mir vorstellen, dass wenn man davon Fan ist, von Fnatic, gerade auch aus dieser Zeit, 2016, da waren sie ja dominant. Ich meine, das haben sie, Cologne 2016 haben sie nicht gewonnen, 2015 dafür aber. Das war schon so die Zeit, wo Fnatic immer noch kompetitiv unfassbar relevant war. Inzwischen ja nicht mehr so. Inzwischen ja ein bisschen zurückgenommen. Aber stark. Absolut. Chris, ich bin voll dabei. Liebe Grüße. Und damit gehen wir rein in eine wunderschöne Case. Wir wissen es doch. Wir wissen es doch alle. Fracture Case. Ich will einen Skeleton. Ich will einen Skeleton Fade oder einen Case haben. In Blue Gem. Inzwischen auch wirklich mit Anspruch. Wenn da jetzt gleich ein Survival reinfliegt, da wäre ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen. Von Skeleton, Paracord, Nomad und Survival würde ich sagen, ist Survival schon wirklich das ich will nicht sagen Schlimmste. Aber in dem Kontext halt schon. Wir gehen mal rein. Haben eine schöne Case. Damit einen wunderschönen Start. In diesen Donnerstag. Guckt mal. Vielleicht unerwartet wie Snacks. Eventuell. Pink auf Pink. Tooth Fairy. Mein Licht verabschiedet sich. Verstehe ich bei dem Skin auch ehrlich gesagt. Da würde ich auch gerne fliehen in Battlescard. Unschön. Äußerst unschön. 5939. Ist heftig. Damit übrigens ganz kurz. Lächerlich genug. Pink auf Pink. Also wenn da morgen nichts auf uns wartet. Oder natürlich auch möglich heute Abend im Stream. Ist eine Möglichkeit. Da gibt es ja auch immer eine Case zum Abschied. 2 Euro. Nicht den Key rausgeholt, nicht die Case rausgeholt. Also theoretisch schon die Case. Okay, ist drin, aber der Key halt nicht. Für ein Pink ist, muss man sagen, lächerlich. Aber Pink auf Pink ist... Wo sind wir denn hier? Schön. Nehme ich mit. Tooth Fairy kann man verlosen. Werde ich verlosen. Es wird genommen und... weggeschoben an jemanden, der ihn geil findet. Falls sich dafür jemand findet. Vielleicht sind auch nur 2 Leute mit im Giveaway dabei, ist auch eine Möglichkeit. Aber für heute sind wir erstmal fertig, also für jetzt jedenfalls. Heute Abend dann ab 19 Uhr natürlich das Stream. Wir gucken mal, was wir machen. Wir sind gerade, was CS angeht, so ein bisschen durchgebrannt. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen Abstand mal wieder. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir haben hier auch in einfach Matchmaking ordentlich aufs Mäulchen bekommen. Und da müssen wir vielleicht mal ganz kurz davon erholen. Dienstag war generell einfach komisch, muss man fairerweise sagen. Ich hätte ja wirklich gerne Licht, aber für die eine Minute kriegen wir es auch noch hin. Es ist einfach ein bisschen, mal wieder ein bisschen
bisschen Pause von CS. Tut immer mal wieder gut. Einfach mal so eine Woche was anderes machen. Einfach kein CS spielen. Und dann kommt man wieder zurück mit ein bisschen mehr Bock und mit ein bisschen besserem Aim, weil sich vielleicht mal so ein bisschen diese ganzen Mikromuskeln, gar kein Begriff. Einfach gar kein Begriff. Aber vielleicht, weil sich das alles mal so ein bisschen erholt und dann kommt man mit ein bisschen mehr Energie back. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und dann gucken wir mal, was wir heute Abend machen. Es steht im Raum Pummelparty zum Beispiel. Eine schöne Zeit. Mario Party Ableger sozusagen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Ab 19 Uhr geht's los. Und ich verabschiede mich. Für jetzt wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr heute noch tun werdet. Und wir hören uns, wenn nicht heute Abend, wovon ich stark ausgehe, morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.